neue Compadelbahn in Saffhaus. Ein Qualitätssprung mit Zukunft. Mit dem Bau der neuen Compadelbahn konnte ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Seilbahn Compadel GmbH gesetzt werden. Mit über 60 Millionen Euro ist es die größte Einzelinvestition, die das Unternehmen je getätigt hat. Eine intensive Planungsphase war notwendig, damit der Neubau während eines sehr knappen Zeitplanes umgesetzt werden konnte. Aufgrund der Dimension des Projekts war eine intensive Planung und Vorbereitungszeit notwendig. Und weil nur in den Sommermonaten gebaut werden konnte, haben wir uns dazu entschieden, in zwei Bauphasen zu arbeiten. Im Jahr 2022 wurden die ersten Arbeiten durchgeführt. So wurde die Zwischenstation gebaut und der Kabelgraben mit den Streckenfundamenten errichtet. Das Aushubmaterial der Zwischenstation wurde für die Pistenkorrektur im Bereich Mittelabfahrt verwendet. Die zweite Bauphase startete unmittelbar nach dem Ende der Wintersaison. Bereits am ersten Tag wurden die Kabinen ausgehängt und zum Parkplatz transportiert, sowie die Bagger begannen mit ihren Abbrucharbeiten. Speziell der Sommer 2023 forderte unser Unternehmen sehr heraus. So mussten die Bauarbeiten neben dem normalen Sommerfahrtbetrieb abgewickelt werden, ohne die Gäste dabei zu sehr einzuschränken. Dank zahlreicher Maßnahmen kam es zu keinerlei Beschwerden seitens unserer Gäste. Nach circa 3 Wochen wurde mit den Hochbauarbeiten dann begonnen. In der Bergstation wurde über einen Zeitraum von 6 Wochen im Zweischichtbetrieb gearbeitet, um den knappen Zeitplan einhalten zu können. Die Highlights aus seilbahntechnischer Sicht waren sicherlich das Anliefern der neuen Kabinen, das Stellen der 20 Stützen, der Seilzug mit dem Seilspleiß und natürlich auch die erste Fahrt mit der neuen Bahn. Oh,
6. Dezember erteilte die Behörde die offizielle Genehmigung für den Betrieb. Pünktlich zum Saisonstart der Wintersaison konnte die neue Anlage der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Tal- und die Bergstation wurden komplett um- bzw. neu gebaut. An der Mittelabfahrt entstand die neue Zwischenstation. Auch die umliegende Infrastruktur wurde komplett erneuert und modernisiert. Alle Stationen überzeugen als optimale Gesamtlösungen und sind mit Rolltreppen und Aufzügen barrierefrei zugänglich. Die Zehnerkabine setzt neue Maßstäbe in Sachen Gästekomfort. Gemeinsam mit der Firma Doppelmayr entwickelten die Bergbahnen Safaus Fisladis diese neue Kabine, die im Inneren mit wesentlich mehr Raum und Fahrkomfort überzeugt. Die Kabine bietet mehr Platz und garantiert einen entspannten Zu- und Ausstieg. Bisherige Standards wie ein barrierefreier, kinderwagentauglicher Zutritt wurden natürlich beibehalten. Die Talstation der neuen Comparellbahn wurde in den nördlichen Hang integriert. Dadurch konnte am Ende der Mittelabfahrt ein großzügiger Platz zwischen Sunliner, Alpkopfbahn und der neuen Talstation geschaffen werden. Im Untergeschoss 1 wurde das bestehende Check-in auf die doppelte Größe erweitert. Auch für unsere Mitarbeiter haben wir großzügige Mannschafts- und Lagerräume geschaffen. Im Untergeschoss 2 wurde die Lagermöglichkeit auf das Doppelte vergrößert und mit modernen Aufzugsanlagen direkt an die Seilbahnen angeschlossen. Somit ist die Lieferkette in Zukunft viel problemloser und einfacher. In der Zwischenstation befindet sich zum einen der Gondelbahnhof für unsere 104 Fahrbetriebsmittel und zum anderen die Schalt- und Kommandozentrale unserer hochmodernen Auro-Anlage. Die Auro-Anlage wurde installiert, um den Betrieb dieser Seilbahn noch sicherer zu gestalten. Durch die Auro-Anlage wäre es theoretisch möglich, die Bahn mit nur einem Mitarbeiter zu betreiben. Da in Safaus Fisladis allerdings die Servicequalität an oberster Stelle steht, werden auch in Zukunft Mitarbeiter an den Stationen als helfende Hände zur Verfügung stehen. Durch die Situierung der Zwischenstation an dieser Stelle kann in Zukunft gerade der Bereich Gampen und Comparell entlastet werden. Ganz wichtig war uns auch, dass gerade unsere Kleinstkinder und die Anfänger ganz einfach zur Zwischenstation gelangen und nicht mehr den schweren Teil der Mittelabfahrt fahren müssen. Die Comparellbahn Bergstation wurde ebenfalls etwas nach Norden verschoben. Dadurch schafften wir mehr Platzangebot zwischen dem Panorama-Restaurant, der Bergstation und der Lazitbahn. Es konnte ebenfalls eine Piste direkt auf der Ebene des Panorama-Restaurants angelegt werden. Das Skischulbüro wurde neu situiert, kann direkt im Gebäudeinneren bzw. über die Skipiste erreicht werden. Am wichtigsten war uns aber, dass wir die Zugangssituation zur Kinderschneealm verbessern. Und dies ist uns durch Aufzugsanlagen, Rolltreppen und vor allem durch den Zugangstunnel direkt zur Kinderschneealm gelungen. Die neue Comparellbahn, ein wahres Meisterwerk aller Beteiligten. Auf diesem Wege ein herzliches Vergeltsgott an alle Firmen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Seilbahn Comparell GmbH sowie den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern. Ohne die tolle Zusammenarbeit wäre dieses Projekt nicht in einer solch kurzen Zeit umsetzbar gewesen.